Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Jugendliche aus dem Marianum, aus der Marienschule, in der Kirche wird im Augenblick heftig über das Thema Familie diskutiert. Das bekommen Sie mit. Wir haben die Ankündigung der Synode in Rom, der beiden Synoden. Wir haben die Umfrage auch in den Pfarreien, in den Bistümern, in den Gemeinschaften der Katholiken erlebt. Und es wurde immer wieder in der Öffentlichkeit darauf hingewiesen, wie stark doch die Diskrepanz, der Unterschied zwischen der Lehre der Kirche und dem Leben der Menschen sei. Und vieles deutet darauf hin. Aber im Kern, so ist mir doch aufgefallen, ist der Unterschied in den wesentlichen Punkten nicht so groß. Denn alle Umfragen zeigen auch, dass es eine große Sehnsucht gibt, gerade der jungen Menschen, derer, die hier sind, eine Sehnsucht, eine wirkliche Liebe zu finden, die immer gilt, die unzerstörbar ist. Ein Jawort zu erleben, das nicht zurückgenommen wird. In einer Familie zu leben, die verlässlich zueinander steht. Diese Sehnsucht ist ungebrochen da. Und wir als Kirche werden den jungen Menschen diese Sehnsucht nicht ausreden. Wir werden sie bestärken. Wir werden euch sagen, recht habt ihr. Sucht nach dieser Liebe. Versucht sie zu leben. Die Familie und das Miteinander der Geschlechter ist in die Schöpfung eingetragen. Wir lesen es in der Heiligen Schrift als eine frohe Botschaft, als ein Evangelium. Und davon lebt die ganze Gesellschaft, nicht nur die Kirche. Deswegen ist es uns so wichtig, über Ehe und Familie nachzudenken, über die Beziehung der Geschlechter, dass es Mann gibt und Frau gibt, dass diese beiden aufeinander bezogen sind, nicht einander über- und untergeordnet, sondern auf Augenhöhe zueinander stehen, dass die Geschlechter sich ergänzen und ihre besondere Beziehung finden, wenn sie in einem Ja-Wort offen sind für das Leben, für die Weitergabe des Lebens und das verlässlich in der Gemeinschaft der Familie leben. Davon leben wir alle. Das ist nicht eine moralische Forderung der Kirche, es ist eine frohe Botschaft, eine Verheißung, die durch das Sakrament der Ehe noch einmal gestützt und getragen wird. Und das ist die Sehnsucht vieler Menschen, vielleicht nicht aller, aber die überwältigende Zahl der jungen Menschen möchte eine solche Beziehung finden, ein solches Leben führen, eine Familie gründen. Sie möchten Kinder haben. Was können wir tun, liebe Schwestern und Brüder, um sie in diesem Wunsch zu unterstützen, um sie darauf vorzubereiten, diesen Weg zu gehen und in unseren Pfarreien, in unseren Institutionen, Familien zu helfen, dass sie diesem Jawort treu bleiben können und dass da, wo Krisen und Auseinandersetzungen sind, Wege gefunden werden in eine gute Zukunft. Jesus hatte auch eine Familie, wir haben es gehört, und es scheint, dass es da auch Diskussionen gab. Wir wissen nicht genau, wie es weiterging im heutigen Evangelium, aber wir hören, dass Jesus sich nicht einfach festlegen lässt auf die Interessen seiner Familie. Seine Mutter steht drauf und seine Brüder, heißt es, seine Familie will ihn sehen, will mit ihm reden. Aus anderen Texten der Heiligen Schrift wissen wir, dass es auch Diskussionen in der Familie gab, in der Familie Jesu. Er ist verrückt geworden. Wir müssen ihn wieder einsammeln. Wir müssen ihn domestizieren. Wir müssen ihn nach Hause holen. Diesen verrückt geworden. Diese Diskussion gab es in der Familie Jesu. Und da wird etwas deutlich, dass beides zusammengehört, liebe Schwestern und Brüder. Die natürliche Familie, in die wir hineingewachsen sind, die ein kostbarer Schatz ist für die ganze Gesellschaft. Davon lebt der Staat, die Gesellschaft, die Kultur, die Demokratie. Dass Menschen in Familien aufwachsen, die Freiheit lernen, Verantwortung lernen. Aber es gibt auch die neue Familie. Es gibt auch die Menschen, die keine Familie finden.
Es gibt auch die Menschen, die alleine sind. Es gibt die Menschen, deren Familie zerstört ist. Es gibt die Menschen, deren Beziehungen scheitern. Und da dürfen wir nicht beiseite treten und sagen, Pech gehabt. Da ist die Kirche, wie auch für die Familien insgesamt, aber auch für alle Menschen, die in sie hineingerufen werden, die neue Familie Gottes. Es gehört zu den schönsten Bezeichnungen für die Kirche, dieses Wort, neue Familie Gottes. Deswegen beginnen wir unsere Gottesdienste mit, liebe Brüder und Schwestern. Eine Familie, das wird immer wieder sichtbar in den Pfarreien. Gerade dann, wenn Menschen in Not und in Schwierigkeiten sind, wenn ihre Beziehung oder ihr Leben verwundet ist, da muss die Familie ran, die neue Familie Gottes. Es gilt die natürliche Familie, die uns oft stützt, aber die neue Familie Gottes, die Kirche, die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, muss sich dann zeigen. Ich bin froh, dass wir das auch immer wieder bei der Bischofskonferenz erleben dürfen, etwa wenn wir Gäste aus der ganzen Welt begrüßen, wie heute zum Gottesdienst. Der Bischof von Mosul, herzlich darf ich Sie grüßen. Wir gehören zueinander. Die schrecklichen Ereignisse im Irak, in Syrien bewegen uns, wir werden heute darüber reden. Aber wir wollen deutlich machen, wir gehören zur neuen Familie Gottes über die Grenzen hinweg. Der Weihbischof aus Straßburg, der Erzbischof von Katowice vertreten die französische katholische Kirche und die polnische katholische Kirche. Wir gehören zusammen. Es ist die eine Familie Gottes. Das will Jesus in seinem Wort sagen. Ja zur natürlichen, zur menschlichen Familie, aber auch ja zur neuen Familie Gottes, die eine Struktur hat, ähnlich wie die andere Familie. Brüder und Schwestern sind wir. Deswegen ist es so wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns auch in der Pastoral, in der Seelsorge, in den Pfarreien um die Familien kümmern, dass wir noch intensiver, wir werden auch darüber beraten in diesen Tagen, uns engagieren für Familien, auch für die Familien, deren Weg zerbrochen ist, für alle Familien, dass wir das in der pastoralen Anstrengung versuchen und wirklich unseren Beitrag leisten, dass Menschen erleben, die Kirche ist nicht nur eine Institution, fremd, anonym, sie ist neue Familie, darauf kann ich mich verlassen. Deswegen bieten viele Bistümer doch die Kindertagesstätten an, die wir immer wieder weiterentwickeln müssen zu einem solchen Ort, wo Familie gestützt und unterstützt wird, wo Menschen lernen, Freude zu haben am Leben in der Familie und in Krisen und in Schwierigkeiten durchzuhalten. Auch bis in unsere Arbeit in den Pflegeheimen, in den Altenheimen, denn Familie ist ja eine Generationenaufgabe. Die Familie alleine kann das oft nicht, was notwendig ist in der Kindererziehung, in der Bildung, in der Pflege der Kranken und Alten. Und da gilt als Auftrag an die neue Familie Gottes, dass wir das ergänzen, dass wir miteinander Zeichen dafür sind, dass wir uns gegenseitig tragen, auch dann, wenn es schwierig geworden ist. Neulich sagte mir ein Pfarrer, der Kardinal, die Menschen bestellen noch nicht einmal mehr eine Messe, wenn einer von ihnen gestorben ist in der Familie. Ich habe gesagt, dann feiern wir die Messe. Die neue Familie Gottes dürfte niemanden vergessen. Dann darf man nicht sagen, als Pfarrer oder als pastoraler Mitarbeiter, für den wird keine Messe gefeiert, die haben ja keine Messe bestellt. Jeder Christ, jeder, der Pfarreimitglied ist, jeder, der zu uns gehört, zur neuen Familie Gottes, für jeden wird die heilige Messe gefeiert. Das wäre unsere Antwort darauf. Wir können niemanden zwingen, das zu tun. Und viele Familien sind im Glauben nicht mehr homogen. Aber es ist doch unsere Familie. Es ist doch nicht die Familie von nebenan, mit der wir nichts zu tun haben. Jeder Getaufte wird hineingenommen in eine neue Familie. Und das muss ich auch zeigen im Gebet füreinander, für die Verstorbenen, im Gebet für die Familie, im Gebet, dass wir auch dann ausdrücken in unserer pastoralen Aktivität. Liebe Schwestern und Brüder, dann kann die Botschaft der Kirche wirklich zu einem Evangelium werden, auch wenn sie anspruchsvoll ist. Wir wollen nicht einfach wiederholen, was Menschen bedrängt, sondern wir wollen wiederholen, was vor Gott Jesu hier wegweisend ist und unterstützend.
Und dieses Ja-Wort wollen wir mit unserem Ja-Wort, mit unserem Beitrag auch bekräftigen, nicht das, was wir pastoral und seelsorglich tun wollen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir so in den nächsten Monaten, auch während der Synode und zwischen den Synoden in Rom, in Deutschland, in unserem Verein über Familie reden und für Familie handeln, dann werden Menschen spüren, was wir wirklich meinen, dass wir das Evangelium von der Familie verkünden und bezeugen wollen. Amen.